Und hier ist... Ich hab... Warum verarscht mich dieses Spiel so? Warum? Ich meine, was kann ich denn dafür, wenn das Spiel mir direkt die Rückseite anbietet, statt die Vorderseite? Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Mir ist aufgefallen, dass das letzte Video etwas länger geworden ist und dafür mache ich heute mal ein kurzes Video. Wir haben hier einmal einen PC, hier muss die Festplatte getauscht werden. Die hatte ich bereits ausgebaut und eine neue bestellt. Und bauen wir jetzt einfach mal ein, verkabeln die noch kurz und dann haben wir den PC eigentlich soweit auch fertig. Ich hatte in der Zwischenzeit noch einen PC komplett fertig gemacht, weil ich meine, an dem Tag, also dem Spieltag, war halt nichts Besonderes los. Von daher habe ich das einfach mal ohne die Aufnahme gemacht. Wir starten ihn einfach mal kurz. Ach stimmt. Ich muss ja den USB-Stick reinstecken, damit er das Betriebssystem installiert. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich das einfach schnell mache, weil das lohnt sich eigentlich gar nicht. Also das macht, das hätte keinen Sinn gemacht. So, installieren wir jetzt die Seitenwand noch und dann haben wir den PC eigentlich soweit fertig. Ja, Betriebssystem installiert er gerade. Dann hatten wir hier noch einen PC. Hier sollten wir die Grafikkarte tauschen. Da habe ich mir eine neue bestellt. Die ist... Naja, was heißt besser? Eigentlich besser... Naja. Bauen wir sie ein. Dafür... Nee, ich will den platzieren. Dafür müssen wir allerdings hier den... Ah. Dafür müssen wir allerdings hier den die PCI-Abdeckung rausnehmen. Damit wir die neue Grafikkarte rein... bekommen. Die braucht halt komischerweise wieder mal zwei Slots. Aber die hat diesmal Stromanschlüsse. Ich sehe es schon. Dann nehmen wir wieder PC-Teile, die Verriegelung und basteln die wieder da dran. Dann installieren wir mal kurz die Stromkabel für die Grafikkarte. Und okay. Und starten ihn einmal. In der Zeit machen wir kurz die Seitenwand drauf. Und ja, der ist dann soweit auch fertig, dass wir ihn wieder im Flur abstellen können. So, der ist soweit auch fertig. Stellen wir den mal hier ab. Habe ich hier überhaupt noch Platz? Also es sieht halt nicht so aus, als hätte ich da noch Platz. Ja, den können wir auf jeden Fall auch nehmen. Habe ich hier noch Platz? Also es sieht halt echt nicht so aus. Ah gut, hier noch zwei Slots, aber gut. das sind ein paar viele PCs. So, gehen wir mal kurz in die E-Mails. Boah, sind halt nicht gerade wenige. Was kostet denn ablehnen? Ja, kostet nichts, okay. Warte mal kurz. Upgrade. Unvollständiges Gehäuse. Warum unvollständig? Was könnte denn hier noch fehlen? Eigentlich habe ich doch... Habe ich bei dem... die Grafikkarte aufgerüstet. Ja. Also manchmal verwirrt mich dieses Spiel halt echt. Was fehlt denn hier bitte? Ach, die... Ah. Also das ist anscheinend... Wenn die Verriegelung fehlt, dann stört das anscheinend, okay. Ja gut, dann haben wir das auch soweit. Ja, aber warum habe ich da... Ach, ich frage... Vergesst es einfach. So, jetzt aber. Gehen wir mal hier dran. Kassieren. Perfekt. Damit sind wir fertig. Verwerfen. Kassieren. Perfekt. Und verwerfen. Kassieren und verwerfen. So. CPU aufrüsten. Ja gut. sind ein paar weitere E-Mails. So, wir schauen erstmal, was kurz. Wir schauen mal kurz, was neu ist. Grafikkarte ersetzen. Ja, okay. Kann ich gerne machen. Diagnosestellen reparieren. Ja, schauen wir mal.
Bei diesem Auftrag ist es notwendig, dass du eine Fehlerquelle beim entsprechenden daraufhin... Okay, ja, das ist mir schon klar, wenn das da so steht. Den RAM habe ich hier, PC kann Adobe Photoshop, CC... Okay, schauen wir auch mal. Wir nehmen mal kurz eine Reparatur, Upgrade. Okay, das ist also alles nur Upgrade. PC, also CPU meine ich, CPU, RAM und RAM. Ja gut, RAM klingt ja erstmal relativ einfach. Stellen wir ihn hin, machen diese Gehäuseseite auf. Und Staubreinigen steht doch nicht drauf, oder? Ach, weißt du was, einfach um gute Bewertungen zu bekommen, reinige ich den einfach vor Staub. Einfach, weil... Ich meine, so scheiße muss der ja jetzt auch nicht aussehen. So, dann reinigen wir den einfach mal. Ich meine, das Pressluftspray bezahlen wir ja eh nicht. Ich meine, das ist ja anscheinend unendlich. Von daher. Wo kann ich denn? Okay, sieht doch gut aus. Dann starten wir den. Machen die Seitenwand direkt wieder zu. Und können den eigentlich schon direkt im Flur wieder abstellen. Der ist soweit wieder fertig. Das ist gut. Und dann hatten wir den noch. Der wollte 16 GB RAM haben. Der wollte auch keine Staubreinigung. Aber das mache ich einfach, weil es Service ist. Weil ich Staubreinigung so liebe, mache ich das. Ist doch klar. Hallo. Nehmen wir uns mal kurz Pressluftspray. Gehen hier einmal ein bisschen was durch. Und dann... Also, ich meine... Das so langsam wie das weggeht, das fühlt sich an, als wäre das festklebendes irgendwas. Naja. So, jetzt sieht doch wieder gut aus. Jetzt dürfen wir den RAM-Riegel nicht vergessen. Jetzt sag mir nicht, dafür müssen wir den Lüfter ausbauen. Doch, dafür müssen wir den Lüfter ausbauen. Okay. Dann bauen wir den aus. Der hatte bereits 8 GB drin. Will allerdings 16, das heißt, er kriegt hiervon einmal ein und noch einmal ein. Okay, dann nehmen wir uns nochmal ein bisschen was Wärmeleitpaste und nehmen uns wieder den Prozessorlüfter und dann natürlich wieder ein Kabel und klemmen es an. Ja, so. Dann starten wir ihn mal und währenddessen können wir wieder die Seitenwand drauf machen. Wie schön sauber das Gehäuse jetzt plötzlich ist. So, und den können wir dann auch hier abstellen. Dann hatten wir hier zweimal CPU aufrüsten. Warum sind die denn alle dreckig? Nö, den mache ich jetzt nicht sauber. Kannst du mich mal quer am... ja, lecken. Ja. So, lösen wir das einmal alles. CPU aufrüsten. Dafür klemmen wir erstmal den Lüfter ab. Und der hat einen i5 drin, okay. Ein i5 6400. Klingt generell einfach. Ne, Prozessoren. i5 6400. i5 6400. Skylake hat der als Sockel. Ja, sollen wir einfach den nächstbesten nehmen oder was? Oder was will der denn genau? Mein CPU aufrüsten. Budget 175. CPU aufrüsten. Ja gut, wir hatten ja den günstigeren. Dann nehmen wir die CPU. Ja. Und dann kassieren wir hier einfach mal kurz. Ich meine, damit sind wir ja soweit fertig. Verwerfen das dann. Also CPU aufrüsten, ja. Die ist auf jeden Fall im Warenkorb, die CPU. Defektes Teil. Okay. Ja gut, dann schauen wir mal hier. Nehmen wir den mal auf. Und dafür ist natürlich jetzt der andere Arbeitsplatz sehr nützlich. Dann können wir hier nämlich auch mal den Lüfter ausbauen und einfach mal schauen, was hier in diesem komischen Gehäuse drin ist. Und hier ist... Warum verarscht mich dieses Spiel so? Warum? Ich meine, was kann ich denn dafür, wenn das Spiel mir direkt die Rückseite anbietet, statt die Vorderseite?
Ach ja. Was für ein Drecksscheiß. Na gut, wir wollten zu dem Prozessor. Ja, müssen erstmal das Kabel lösen, wenn ich wüsste, wo das Kabel hier ist. Ah, da verbirgt sich das. Und könnten den Lüfter abmachen. Das ist ein i3-6100. Perfekt. Dann schauen wir einfach mal kurz nach, was der für einen Sockel hat. i3-6000. Was war das? 6400? Ja gut, ist ja egal. Ist auf jeden Fall ein Skylake. Also Sockel. Dann schauen wir mal hier. Wir nehmen einfach... Theoretisch können wir ihm den Gebrauchten einbauen, was ich allerdings nicht will. Wir können ihm einfach einen... Ich meine, der hatte ein relativ hohes Budget, von daher... Nehmen wir einfach mal den 6600K. Dann haben wir den 6500 und den 6600. Ja, klicke ich mal auf jetzt kaufen. Ihre Bestellung trifft morgen ein. Perfekt. Und dann wechseln wir mal den Tag. Tag beenden. Und ja, jetzt haben wir plötzlich Samstag, Sonntag und Montag. Perfekt, da sind die Teile, da sind neue PCs. Das ist gerade relativ unwichtig. Wir gehen einmal zu dem hier. Nehmen uns Prozessoren. Verkaufen, ja, verkaufen, ja. Verkaufen und verkaufen. Nehmen uns den günstigen für den, der weniger bezahlt. Nehmen uns Wärmeleitpaste und nehmen uns den Prozessorkühler. Der war von dem PC. Komisch, dass er jetzt nicht steht, Eigentum von. Das verwundert mich. So, dann starten wir den mal, installieren dann noch oder montieren die Seitenwand. Ja, dann ist der ja auch schon fast fertig. Und dann ist der fertig. Dann nehmen wir uns den hier und installieren hier den 6600K. So, dann machen wir... Warum ist die Ansicht eigentlich so komisch? Dann machen wir hier den Deckel zu. Machen etwas Wärmeleitpaste drauf und montieren den Prozessorlüfter. Da hat sich Windows gerade gemeldet. Auch lustig. Keine Ahnung, was ich jetzt wollte, aber... Er hat sich auf jeden Fall gemeldet. Ach, hier müssen wir Vorder- und Rückseite montieren. Weil das Spiel mich ja verarscht hat. Hahaha, lustig. So, und dann starten wir den mal kurz. Und währenddessen montiere ich noch die andere Seite. Perfekt, den haben wir dann auch soweit fertig. Dann können wir beide PCs eigentlich ja abkassieren. Stellen wir den da hin. Stellen wir den... auch hier hin. Und dann schauen wir mal Zahlungen aus der E-Mail annehmen. Grafikkarte ersetzen, Diagnose stellen, 16 GB RAM. Nehmen wir erstmal den, den können wir gut reparieren. Obwohl, was heißt reparieren? Das geht ja relativ zack. Weil wir am Anfang gesagt, ich wollte diese Folge ein bisschen kürzer machen als die letzte. Oder letzte... Letztere? Letzte? Weil die letzte, die war, meine ich, sogar knapp über 20 Minuten, von daher. So. Dann nehmen wir uns einen neuen Arbeitsspeicher. Davon haben wir noch 3 Stück, okay. Muss ich mir auf jeden Fall mal einen neuen bestellen. Also gebrauchten will ich eigentlich definitiv nicht einbauen. Da benutze ich lieber neue, aber schlechtere RAM-Riegel als gebrauchte. Aber gegebenenfalls bessere. So, starten wir den mal. Dann schauen... Boah, da war ein kurzer Ruckler. Dann schauen wir mal hier wegen Adobe. Keine Ahnung was. Ja, komm. Dann installieren wir einmal den USB-Stick hinten drin und starten den PC. Ah, ich habe Post. Okay. Ich meine, die Seite hier kann ich ja auf jeden Fall schon mal aufmachen. Irgendwas muss ich ja da dran machen. Perfekt. Und dann kann ich jetzt... Aha. Screenshot. Keine Berechtigung. LOL. Das sagt halt einfach keine Berechtigung. Mit Lebenslaufen. Okay. Aber schon ein schönes Hintergrundbild hat er. Das ist echt schön. Hat er das Installieren jetzt ernsthaft abgebrochen? Okay.
Also wir installieren jetzt das Programm Will It Run, damit wir sehen, was wir verbessern müssen bei diesem PC. Und dann, ja. Und dauert ein bisschen was, dann müssen wir neu starten und dann kann er ruhig in der Zeit machen. Dann nehmen wir uns hier mal einen anderen PC. Die Diagnose machen wir im nächsten Video. Das finde ich, glaube ich, klingt, ja gut, das klingt, glaube ich, sehr gut. Haben wir den PC fertig? Ja. Hier müssen wir die Grafikkarte ersetzen, okay? Also er sagt Grafikkarte ersetzen und nicht aufrüsten. Das klingt schon mal halbwegs gut. Das ist eine 960 Gaming. Okay. Eine 960 Gaming. 100 ME. Okay, dann schauen wir mal. Gehen wir mal unter Grafikkarten. Jetzt habe ich natürlich vergessen, welche das war. 960 ME, oder? 960 Gaming. Ach ja. 960 LE 100. Ja, ME. So, dann haben wir das schon mal im Warenkorb. Dann haben wir jetzt hier das Programm Will It Run drauf und dann war das Programm, meine ich, empfohlen. Ja, gut. Mindestanforderungen und empfohlen. Also wir brauchen definitiv RAM. Wer will was haben? Mindestanforderungen. Wie viel bietet der denn? Grafikkarte ersetzen. Ja gut, da kassieren wir mal kurz. Dann können wir hier auch kassieren. Diagnose stellen. Hier können wir auch kassieren. 60 Euro bietet der. Ja gut, dafür kriegt er einen RAM-Riegel mehr nicht. Dann. Nein. Dann nehmen wir dem mal den Strom weg. Dafür kriegt er einen RAM-Riegel mehr. Kriegt er dafür nicht. Für 60 Euro, Alter. Spinnt der oder was? Dann nehmen wir Speicher und den letzten 8 GB Riegel. Packen den da rein, starten den und dann muss das Betriebssystem noch laden. Dann war's das mit dem PC hier. Also ich meine, das war jetzt schnell, da muss ich jetzt auch nichts bestellen. Sehr gut. Dann können wir da auch direkt abkassieren. Neue Teile, das ist mir egal. Das ist mir auch egal. Grafikkarte ersetzen. Ja gut, die E-Mail kann ich ja löschen. Ja, unwichtig. Ja, gut, das kann ich nicht. 16 GB aufrüsten auf 500 GB Speicherkapazität. Ach, das ist ein komplett neuer PC. Okay. Ja. Gut, vielleicht hätte ich mir das vorher durchlesen sollen. Nehmen wir den mal an. HDD ersetzen, PSU ersetzen. Okay, interessant, was jetzt so für Reparaturen kommt. Das ist sehr interessant. Gut, ich meine, wir haben 2780. Okay. Ja gut, ich denke mal, die Diagnose, die wir noch übrig haben, machen wir in der nächsten Folge. Und dann, ja, kommt der PC-Bau. Das erste Mal PC bauen. Juhu. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Lasst eine Bewertung da. Kann ich eigentlich meinen eigenen PC... Lol, ich kann meinen eigenen PC aufrüsten. Das ist ja lustig. Das ist ja geil. Ja, gut. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und kommentiert. Wäre super. Abonniert. Guckt mal in die Videobeschreibung. Da sind so ein paar Sachen verlinkt. Und ja, ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.